Hallo und herzlich willkommen. Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, Zobeltier Finanzkanal. Es gibt wieder ein neues Video zu Lumen Technologies und ich weiß in der Community, ihr wartet schon sehnsüchtig darauf. Seit 17. August ist die Aktie in der Spitze 20% nach unten gerauscht. Der Kurs geht weiter nach unten und ihr bleibt dran. Im Video erfahrt ihr die Hauptgründe, warum Lumen Technologies diesen Absturz gerade erlebt hat. Und es gibt einen Ausblick in die Zukunft. Vielleicht gibt es ja auch einen positiven Ausblick. Bis gleich. Hauptgrund, warum also Lumen Technologies seit dem 17. August um 20% heruntergekommen ist von seinem Aktienkurs, ist hier dieser das Ereignis, nämlich Standard & Poor's Global, also Standard & Poor's, eine Ratingagentur, hat Lumen Technologies herabgestuft und genau das haben sie seit dem 16. August gemacht. Und die Hintergründe erkläre ich euch gleich. Also Downgrade, was ist passiert? Downgrade von einem B-Rating auf ein CCC-Plus-Rating und die Hauptgründe sind also die schwache Performance, es gibt keinen Cashflow mehr und die nicht nachhaltige Struktur, Kapitalstruktur der Lumen Technologies und dann aber auch ein negativer Ausblick für die Zukunft. Ich habe die Hauptgründe mal hier kurz zusammengefasst. Also Standard & Poor's sagt, wir glauben, die Faktoren in Verbindung mit unserer Einschätzung der Herabstufung sind folgende, dass die Kapitalstruktur von Lumen Technologies nicht mehr tragfähig ist, die Refinanzierungsmöglichkeiten sind eingeschränkt und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass das Unternehmen auf eine Transaktion, also im Englischen heißt es ja Transaction, das wäre also, dass sie faktisch sich für bankrott erklären und ein sogenanntes Chapter 11, das ist ja das Insolvenzverfahren in den USA, dann durchlaufen würde. Noch ist es aber nicht so weit. Also, das heißt, die Hintergründe der Einschätzung von Standard & Poor's basieren aber eben auf dieser Annahme, dass ja, Lumen Technologies in naher Zukunft, vielleicht 2024, 2025, dann doch bankrott gehen sollte und Chapter 11 durchlaufen müsste. Aber jetzt verkauft nicht gleich eure Aktien hier auf Trade Republic von Lumen Technologies, sondern schaut nochmal in die nächsten Gründe, die es nämlich gibt. Also, es wird ja bei Lumen Technologies schon seit einiger Zeit eine mehrjährige Turnaround-Management-Geschichte, Initiative nennen die das hier, durchlaufen und die hohen laufenden Investitionsbedarfe zur Finanzierung von Wachstumsinitiativen und einer schwachen Generierung von Cashflow und einem niedrigen Handelsniveau für seine unbesicherten Anleihen, also dass die nicht gleich alle verkauft worden sind, führen zu den höheren Schuldenkosten und einer erheblichen Schuldenfälligkeit für die Jahre, das stimmt, 2025 und 2027. Da kommen nochmal dicke Hammer, wo also Lumen Technologies dann sich refinanzieren muss, weil also bestimmte Anleihen und Kreditlinien dann ausgelaufen sind. Vorteil für uns Anleger daraus, die Aktie ist jetzt durch das Risiko schon eingepreist, der Aktienkurs. Es kann natürlich noch weiter hinuntergehen im Aktienpreis, aber aktuell sind nochmal 20% eben davon weggekommen. Was sind jetzt Nachteile und Konsequenzen für diese Herabstufung? Klar, die Kosten der Kapitalbeschaffung, das erkläre ich euch gleich nochmal im Detail, sind also höher und Vertrauensverlust der Anleger, das heißt, durch diese Herabstufung wird den Anlegern Unsicherheit dargestellt im Unternehmen und es gibt also auch welche, die dann jetzt Aktien noch halten und ihre Verluste dann endgültig realisieren oder sie Aktien dann abstoßen. Das hat natürlich zu einer Verkaufswelle geführt. Dann verschlechtert sich die Bewertung weiterhin zu einer geringeren Verfügbarkeit von Betriebskapital. Klar, dieses Fremdkapital wird dadurch belastet und das könnte natürlich die Fähigkeit von Lumen Technologies beeinträchtigen, laufende Geschäftsaktivitäten, nämlich dann Geld zu investieren in innovative Produkte wieder, mit denen sie ja Cashflow generieren müssen. Also es ist so eine Spirale ein bisschen nach unten. Und natürlich bei weiteren Geschäftsabschlüssen, wie zum Beispiel Verkauf der europäischen Lumen Technologies Sparte, verschlechtert sich die Verhandlungsposition dadurch. Und
Das Risiko steigt von Schulden, Auflagen und Verletzungen. Ja, es führt, wenn es in ein Chapter 11 führen würde, heißt ja nicht sofort, dass das Unternehmen komplett bankrott ist. Es gibt ja auch noch Anlagewerte, die das Unternehmen besitzt, wie zum Beispiel die bleihaltigen Kupferleitungen. Ja, die sind natürlich auch, entstehen noch im Risiko. Dazu kommen wir nochmal gleich. Aber das führt allen dazu, dass Lumen Technologies natürlich es nicht leichter hat. Zusammen, also ihr seht ja nochmal den Chart aktuell und es ist jetzt in den letzten 4 Wochen ja nochmal runtergegangen, um diese ominösen 20%. Also hier sieht man das nochmal ganz genau. Und tatsächlich stehen also die Analysten hier auf Seeking Alpha für halten. Wall Street Analysten sagen auch halten und der Quant, das ist hier diese Messmethode von SeekingAlpha.com, sagt verkaufen. Also das müsst ihr wissen. Ich habe mir jetzt mal den Jeremy Lakosch rausgesucht, der sagt hier sogar hold und es gibt noch einen zweiten, den Brad Ashcroft Green, der sagt sogar jetzt wieder einsteigen. Also er hatte schon mal Lumen Technologies Aktien und ist dann ausgestiegen. Vor dem Absturz hat er gut getimt, der Kollege, und würde jetzt sogar wieder nachkaufen. Aber zuerst gehen wir mal auf Jeremy, seinen Artikel. Und in der Zusammenfassung sagt er eigentlich, ich habe die Punkte mal hier extrahiert. Er hat erklärt, warum war denn letztes Jahr 2022 der Cashflow negativ. Und das hatte also mit Unternehmensbeteiligung Verkauf zu tun. Und da hat man 940 Millionen US-Dollar an Steuern zahlen müssen, Einkommenssteuer. Um ca. 938 Millionen US-Dollar. Und ohne diese Sonderzahlung wäre also der freie Cashflow am unteren Ende nämlich bei 0 gewesen. 0 ist natürlich jetzt auch nicht gut, aber es ist besser als negativ. Und das ist so ein kleiner positiver Faktor hier. Der Zielkorridor des EBITDA, also der Earnings Before Interest, Tax and Depreciation, der liegt bei 10%. Und das Management hat da eigentlich in dem Korridor 13% geschätzt, also liegt man hier, ist man ein Stück besser, hat man hier abgeschnitten beim EBITDA und kommt hier auf 10, nur 10%. Die Prognosen war ein Rückgang, also es ist ein Minus von 13% gewesen und das ist, schreibt hier der Jeremy in seinem Artikel. Gehen wir schon zum zweiten Artikel. Ich meine, im Detail könnt ihr natürlich euch gerne die Artikel anschauen. Ich verlinke die auch nochmal in der Videobeschreibung hier unten. Und er sagt, unter dem aktuellen Aktienkurs, also der sieht er einen Abschlag, die Möglichkeit jetzt also einzusteigen. Und hier ist nochmal die Anleihe, die hier gemacht wurde. Und zwar erstrangiges BB-Rating, also es war noch so bevor Standard & Poor's herabgestuft hat, hat hier über die Fitch Rating Agentur wurden 1,1 Milliarden mit 10,5% Anleihe und Fälligkeit ist 2030 dann entsprechend wieder mit Fremdkapital refinanziert. Und da kommt man aber auf 10,5% statt bisher, vorher war das 6,4%. Also ist ja doch tatsächlich eine eklatante Erhöhung. Aber man darf hier nicht vergessen, das schreibt hier auch der Kollege Ashcroft, dass es um nur 5,6% dieser Anleihe des ganzen gesamten Fremdkapitals, des langfristigen Fremdkapitals handelt. Und das ist also nur ein kleinerer Anteil. So, es wurde ja natürlich auch vor ein paar Wochen jetzt festgestellt, dass ja, was gibt es noch für weitere Risiken? Es wurde vor ein paar Wochen festgestellt, dass also die Kupferkabel, die Lumen Technologies und aber auch andere Telefonanbieter, AT&T und so weiter, diese Kupferkabelleitungen mit Blei versetzt sind, die aber dann jetzt mittel- bis langfristig ausgetauscht werden müssen. Dazu gibt es noch gar keine richtige Einschätzung des Managements aus monetärer Sichtweise. Sie können also noch nicht genau sagen, welche ja, Rücklagen hier oder Abschreibungen dann auf dieses Kabelnetzwerk gemacht werden müssen. Der Kollege Ashcroft schreibt, es sind also im Wert 150 Billionen, also 150 Milliarden US-Dollar, die es bräuchte, um dieses Netzwerk dann wieder zu ersetzen. Und das ja, wäre natürlich eine große, eklatante Summe erstmal. Also diese Risiken sind noch nicht bewertet durch das Management. Ich glaube aber, der Aktienmarkt, die Börse hat das im Aktienkurs schon mit eingepreist.
Und jetzt müsste man abwarten, wie da die weitere Entwicklung. Ergebnisse für dieses Jahr 2023 werden also unpopulär bleiben. Es wird vielleicht einen Null-Cashflow oder einen sehr geringen Cashflow geben. Und das ist weiterhin natürlich unschön, aber es gibt eine Prognose vom Management, dass es besser wird. Dann Unwägbarkeiten, wie gerade erwähnt, die Bleikofferleitungen und der mehr Verkaufs Steuern machen, also Aktieninvestitionen uninteressant oder riskant, besser gesagt. Es wird die Europagesellschaften von Luminic Technologies werden verkauft werden. Hier bringt es natürlich erstmal Liquidität und auch Erlöse, aber es wird dadurch auch entsprechende Umsatzrückgänge geben, weil natürlich dieser Unternehmensteil dann nicht mehr existiert. So, was müssen wir als Anleger jetzt beachten? Wir müssen circa nochmal 6 Quartale vielleicht warten, um die 18 Monate, vielleicht geht es auch ein Stück schneller. Und dann kann man jetzt erstmal sehen und bewerten, ob sich die Einnahmen stabilisieren und die Prognose der Unternehmensleitung, dass es nämlich ab 2024, 25 besser wird, dann entsprechend ja, positiv noch dranbleiben. Ja, wie ihr seht, wir brauchen weiterhin Geduld und es gibt jetzt die Möglichkeit natürlich zu sagen, man bleibt investiert oder ihr realisiert eure Verluste. Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wie geht ihr um mit euren Lumen Technologies Aktien? Seid ihr noch investiert oder seid ihr jetzt schon längst ausgestiegen? Einige sind ja schon am Anfang des Jahres aus den Kursen rausgegangen und haben das eventuell auch genau richtig gemacht. Ihr seht ja, meine Position ist weiterhin voll investiert. Ich habe keine Aktien bisher verkauft und werde das aus jetzt diesen folgenden Gründen einfach zu sehen, wie es jetzt weitergeht, abwarten. Die Verlustrealisierung also den Verlustvortrag für die Steuer werde ich jetzt nicht machen und schauen. Es kann natürlich weiter noch runtergehen. Also es kann weiter auf 90, unter 1 Euro gehen. Ich glaube, wenn es Lumen Technologies schaffen kann, den Cashflow wieder ins Positive zu drehen und nach oben zu schrauben, dass sie diese höheren Fremdkapitalkosten dann auch durchstehen können. Und der Ausblick ist bei mir also eher in Richtung Tendenz positiv. Aber ich kann mich auch täuschen. Schreibt mal auch gerne in die Kommentare, wie seht ihr das? Das war's schon in aller Kürze. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Entscheidungshilfe, was ihr machen wollt. Bleibt ihr weiterhin investiert oder nicht? Ich bin gespannt und danke euch. Bis bald. Ciao, ciao. Das war's auch schon in aller Kürze, wie gewohnt, kurz und knapp. Ihr habt jetzt die Hauptgründe erfahren, warum Lumen Technologies abgestürzt ist. Ich bin gespannt, wie bleibt ihr investiert oder steigt ihr jetzt aus und realisiert eure Verluste? Habt ihr noch Hoffnung in die Aktie, dass die Turnaround-Geschichte im Jahr 2024 und 2025 stattfinden wird? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Wenn ihr andere Alternativen sucht, also Beteiligungsgesellschaften, zum Beispiel Investments, REITs wie die BDC, Ares Capital Investment. Ares Capital hat hier gut performt in diesem Jahr und wird auch nächstes Jahr positive Aussichten haben. Die Zinsen stabilisieren sich auf hohem Niveau. Das kommt Ares Capital zugute. Da verlinke ich euch jetzt mal dieses Video. Und die zweite BDC, die zweite Beteiligungsgesellschaft, die recht groß am Markt ist, das ist Main Street Capital. Und Main Street Capital zahlt sogar monatlich Dividende aus. In der Spitze 7% Dividendenrendite. Schaut euch dann mal das andere Video dazu an. Bleibt investiert. Ich danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.